Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute drei super coole Sachen für Mermaid- und Unicorn-Fans oder Meerjungfrauen- und Einhorn-Fans. Ich bin sehr begeistert von den drei verschiedenen Sachen. Ich werde sie euch jetzt nach und nach zeigen. Das erste ist dieses Topmodel-Malbuch, aber das ist nicht ein ganz normales Topmodel-Malbuch, sondern mit Meerjungfrauen. Sogar hier zusammen mit einem Delfin oder in verschiedenen Posen. Hier mit ganz langen Haaren. Da hat man wieder ganz viele coole Möglichkeiten, um das alles auszumalen. Zum Beispiel mit der Schildkröte. Aber auch von außen ist das ganz besonders. Vielleicht könnt ihr hier schon erkennen. Hier ist so Glitzer mit drin. Den kann man auch hier so hin und her fließen lassen. Fantasy Model Mermaid. So ein richtig schönes, kleines, praktisches Buch. Und ja, gut zum Mitnehmen. Mit einigen Stickern dabei. Und schönen Beispielbildern dazwischen. Oh, die sieht auch sehr, sehr schön aus. Oder hier mit den kleinen Fischen. Also ganz verschiedene Bilder sehe ich. Ganz, ganz viele unterschiedliche Meerjungfrauen, die man gestalten kann, wie man möchte. Oh, was ist das denn hier? Mit einem kleinen Fisch oder so? Ja. Auch süß. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal super gut. Ihr wisst ja, ich mag die Topmodel-Malbücher immer so gerne. Und Meerjungfrauen finde ich auch toll. Also zusätzlich noch hier mit dem Glitzer. Da wird einem auf gar keinen Fall langweilig. Und jetzt sehe ich gerade, hier sind noch so Seepferdchen mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber so ein paar Glitzerpartikel sind nicht ganz klein, sondern sind größer und in Seepferdchenform. Ja, ich glaube, so ein bisschen kann man es hier erkennen. Echt sehr, sehr schön. I love mermaids. So, das war das erste. Dann habe ich hier diese super süße Einhorn-Spardose. Sieht erstmal nicht aus wie eine Spardose. Das ist einfach ein Einhorn aus Holz. Hier oben mit richtig viel Glitzer. Und das Einhorn hat, glaube ich, die Augen zu. Das schlummert. Und hier kann man da reingucken. Und hier ist nur ein Schlitz. Da kann man das ganze Geld drin sammeln. Von hinten ist es einfach nur weiß. Wer das so ein bisschen schlichter mag, kann es sich natürlich auch so rum hinstellen. Einfach aufstellen und hier jede Menge Geld reinwerfen, hoffentlich viel Geld sammeln, mit dem man dann sich was Schönes kaufen kann. Ich guck mal gerade hier in mein Portemonnaie. So, da habe ich nämlich ein bisschen Kleingeld. Ihr hört es wahrscheinlich schon rascheln. Dann probieren wir das mal aus. Ich kann mir nämlich irgendwie noch nicht ganz vorstellen, ob man das da auch jemals wieder rauskriegt. So, da in den Schlitz werfe ich jetzt mal was rein. So, kann man da unten schon sehen. Jetzt werfe ich nochmal was rein. Habe ich nochmal ein bisschen mehr Geld. 20 Cent, 50 Cent passen auch gut rein. Da sieht man auf jeden Fall immer, wie viel man noch so hat. Ui, alles in den Schlitz reinwerfen. Am besten nicht daneben, so wie ich das mache. Und wenn man dann irgendwann an das Geld ran möchte, wie holt man das denn da wieder raus? Ja, man kann sich so hier wieder rausschütten. Ist ein bisschen schwierig, aber ja, ich habe zumindest geschafft, ein bisschen was wieder rauszuschütten. Und im Notfall muss man eben hier die Schrauben aufschrauben, wenn man an das Geld ran möchte. Ich finde, die sieht auf jeden Fall richtig süß aus, die Spardose, weil das Einhorn so müde aussieht und so niedlich, als ob das schläft, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig süß. Und dann komme ich auch schon zum dritten für Einhorn- und Meerjungfrauen-Fans zum Basteln. Das ist eine ganze Tüte voll mit Cabochons, mit denen man Sachen bekleben kann, dekorieren kann. Ich weiß gar nicht, wie viele, 60 Stück insgesamt. Ich hole die mal raus, damit wir sehen, was so alles mit dabei ist. Es ist auf jeden Fall so eine Einhorn- und Meerjungfrauen-Mischung. Die sind so aus hartem Plastik. Und Eva hat zum Beispiel mit sowas schon mal eine Handyhülle dekoriert. Also es sind so Meerjungfrauenflossen in verschiedenen Farben dabei.
Oh, die ist cool. Mit Gold. Oder hier, die ist auch echt richtig schön. Lila und Türkis. Kann ich aber so ein bisschen ordnen. Also ich habe hier verschiedene Meerjungfrauenflossen. Oh, hier auch in so Pastellfarben. In helllila und rosa. So, damit kann man auf jeden Fall schon mal tolle Sachen dekorieren und basteln. Kann man ja auf Notizbücher draufkleben, auf Handyhüllen. Einfach so auf die Wand oder auf Bücher. Also ja, was euch alles so einfällt. Dann haben wir hier Einhörner. So ein kleines Mini-Einhorn. Dann hier ein Eis-Einhorn. Es sitzt in einem Eisbecher. Das hier ist auch nochmal ein pinkes Haar mit Einhörnern. Wir haben hier noch eins mit lilanen Haaren. Wir haben hier ein kleines Glitzer-Einhorn. Und ein Regenbogen-Einhorn. Und das kommt mir total bekannt vor. Ich finde, das sieht genauso aus wie dieses Squishy-Einhorn, was wir schon mal hatten. Dann noch ein Einhorn. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Emoji. Noch grünliche Haare. Nochmal ein lilanes. Ich glaube, die sind alle unterschiedlich. Also ich habe noch keins gefunden, was genau gleich ist. Also zumindest immer andere Farben. Hier ist nochmal der Eisbecher, aber das ist auch wieder eine andere Farbe. Hier noch mit grünlichen Haaren. Auch nochmal grüne Haare, aber wieder ein anderes Einhorn. Hier mit rosa und bunten Haaren. Hier die gleiche Haarfarbe, aber wieder ein anderes Einhorn. Nochmal der Eisbecher. Ihr seht schon, da sind echt viele dabei. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist auch nochmal ein ganz anderes. So, und jetzt habe ich hier noch einige Sachen. Was ist das denn alles? Kühe, die passen ja eigentlich nicht so gut zu dieser Mischung dazu. Da haben wir ein paar kleine Kühe dabei. Dann Hasen mit Riesenohren. Die passen wieder ganz gut zu den Meerjungfrauen. So verschiedene kleine Fische und Wale und Delfine. Hier ist noch mal ein Schäfchen oder ein Bock. Hase. Mini-Wal. Kleine Kuh. Die sind aber auch richtig süß, finde ich. Kann man auch auf jeden Fall was Schönes mit basteln. Die passen nur nicht so richtig zu Meerjungfrauen und zu Einhörnern dazu, aber finde ich trotzdem cool. Ja, eine sehr, sehr coole Mischung hier mit verschiedenen Flossen, Einhörnern, Walen und Fischen und hier noch so ein paar niedliche kleine Tiere. So, das war's schon mit der Mermaid und Unicorn Edition mit den neuen Sachen, die wir so zu Einhörnern und Meerjungfrauen entdeckt haben. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was mir so am besten gefällt. Also ich liebe ja Topmodel-Malbücher, habe ich ja schon gesagt, aber die finde ich auch echt cool. So viele verschiedene kleine Figürchen, mit denen man schön was dekorieren kann. Man kann sich daraus aus Schmuck selber machen, fällt mir noch ein. Man kann das schön an einen Ring dran kleben oder an so ein Armband dran kleben. Oder die Flossen vielleicht mit einem Anhänger und dann als Halskette. Aber das ist auch echt süß. Also coole Sachen für Einhorn und Unicorn und Mermaid und Meerjungfrauen-Fans. Schreibt mal in die Kommentare unten, was euch so am besten gefällt. Was würdet ihr vielleicht hier mitmachen? Fallen euch noch tolle Sachen ein? Wie würdet ihr die Meerjungfrau gestalten? Und wollt ihr vielleicht ein Video sehen, wo ich eine Meerjungfrau male? Gerne alles unten reinschreiben und gerne auch abstimmen beim kleinen i. Was gefällt euch am besten? Ja, schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, klickt auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und bis dann. Tschüss.